Na, ich klopf mal lieber auf Holz. Ach du lieber Herr. Theater aber kaum. Auf Holz klopfen, mit Schulter spucken, auf der Bühne nicht pfeifen. Sicher ist sicher. Aber mal im Ernst. Hast du mich engagiert wegen unserer Freundschaft oder weil du von meinen künstlerischen Qualitäten so überzeugt bist? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Nun, tja, die Wahrheit ist, vor allem der Regisseur, der in Frage kam, war deine Honorarforderung mit Abstand übelst. Kunst war schon immer ein Luxus, mein Freund. Zumindest, wenn man davon lebt. Gern gesehen, nicht gern bezahlt, wie es scheint. Weil man nun mal am Geld klebt. Oh ja. Der Laie hat das alles glorifiziert, vom Sterben von La Vivo hin. Brotlose Kunst, die die Welt fasziniert, Hunger bleibt, aber unangenehm. Nur für Spaß zahlt man viel, da kommt Shakespeare ins Spiel, denn auch er spielt für Geld, was das Volk hören will. Ja, man Shakespeare erwartet, man Klasse. Ja. Und Herz. Und wir führen erfreuen die Masse. In der Kombination ist Kultur gleich Kommerz. Selbst ich schreibe euch, was ihr wollt. Er ist Kampf der Nacht und für die Publikumskunst. Er hat Problem und ich kann Kampf und Kunst keinen Nutzen. Echte Kunstkenner können die Kunst erkennen. Shakespeare ist immer noch in. Die ganze Welt ist eine Bühne, mein Freund. Das hab ich schon einmal gehört. Bitte. Geflügelte Worte sind Zeugen der Zeit. Von des Künstlers und Sterblichen. Lachen und Scherz, Sex und Intrigen und Wahrheit.